Hallo Welt und alle, die sie bevölkern. In der heutigen Folge habe ich 6 Pokémon, die von Megumi Mizutani entworfen wurden, in bewerteten Doppelkämpfen ausprobiert. Bleibt dran, um zu sehen, welche Pokémon das sind und wie sich diese geschlagen haben. Megumi Mizutani designt seit der 5. Generation Pokémon und diese hier sind aus ihrer eigenen Feder entstanden. Außerdem hat sie einige bekannte Charaktere entworfen. Ich finde ihre Artwork super schön und kreativ und ich freue mich auch hier, ihre Kreation in einer Folge Thementeams featuren zu können. Für die heutige Episode habe ich folgende 6 Pokémon mitgenommen. Mimikma, Hisui Akani, Zwiebs, Famibs, Tafogita und Granfogita. Hier nochmal das Team in der Übersicht sowie der Leitteamcode. Probiert es gerne selbst aus und lasst gerne ein Like sowie ein Abo da für mehr Folgen Thementeams. Und damit kann's losgehen mit dem ersten Kampf. Los geht's! So, los geht's und das ging sehr wohl. Felinara, Crimanzo, Voltrian, Donnersichel und Wulauzu. Sieht interessant aus. Könnte in dem Bizarro-Raum, könnte aber auch außerhalb des Bizarro-Raums mit einem Rückenwind von Voltrian oder Donnersichel arbeiten. Ich glaube, mir wäre es lieber, wenn wir außerhalb des Bizarro-Raums bleiben. Ich nehme aber Mimikma mal vorsichtshalber mit. Ist richtig gut gegen die meisten Pokémon. Und ich glaube, mit Granfogita am Anfang mache ich auch nicht super viel falsch. Ich könnte aber auch mit Famibs starten. Machen wir mal Famibs, weil ich nicht weiß, ob Servol einen Beulenhelm trägt und ob Servol mitgenommen wird. Weil wenn Servol mitgenommen wird, Psychofeld rauskommt, kann ich keinen Mogelieb mehr spielen. Ich habe auch die stärksten Pokémon hier gerade mitgenommen, also Tafogita und Zwiebs. Die Vorentwicklung von Famibs werden natürlich nicht so stark sein wie die Weiterentwicklungen. Leider hat sie nicht so viele Pokémon designt, heißt also, da war es ein bisschen schwieriger, unterschiedliche Pokémon zu nehmen und dann muss man eben zurückgreifen auf Pokémon in der gleichen Entwicklungsreihe. Mein Gegner oder meine Gegnerin startet hier sehr, sehr standardmäßig, wie immer bewertete Doppelkämpfe in der Superball-Klasse dieses Mal. Wir könnten selbst den Bizarro-Raum spielen. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist einfach ein random Flächenmacht jetzt einfach rein. Das kann ich nicht aufhalten. Will ich es ausprobieren? Da könnte Bizarro-Raum kommen. Ich glaube, ich probiere es mal aus. Wir gehen selbst auf Bizarro-Raum. Und wir gehen auf Mäuseplage. Let's go. Spotlight. Jetzt ist die Frage. Ist da ein Beulenhelm drauf oder ist da kein Beulenhelm drauf? Okay, Flächenmacht. Das heißt, er ist einfach random schneller. Das ist schlecht. Aber ich habe Bizarro-Raum gespielt. Heißt also, nächste Runde sind wir dann schneller. Ist da ein Beulenhelm drauf? Das war ein Volltreffer, okay. Kein Beulenhelm, yes. Es war ein Risiko. Ein gar nicht mal so kleines Risiko, weil tatsächlich die Leute anfangen sehr wohl mit Beulenhelm zu spielen, was ein richtig guter Counter gegen Dragoran und Baujian ist, weil Dragoran erstmal da nicht Turbo-Tempo spielen kann und wenn Eiskreise von Baujian auf sehr wohl kommt, dann bricht er seinen eigenen Fokusgurt oder gegebenenfalls die Multischuppe von Dragoran wird gebrochen. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil man auch Spotlight einsetzen kann und allgemein das Psychofeld hat natürlich super viele Vorteile. Vor allem, wenn man sowas wie Armelouche hat. Und das ist, also es läuft. Es ist ja wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Er muss Terra kristallisieren, also ansonsten kommt er hier überhaupt nicht weg. Ich habe jetzt leider nicht hingeguckt, ich habe mich zu sehr gefreut. Was war seine Terra kristallisier? Was war sein Energy Booster? Angriff oder Initiative? Weil ich könnte jetzt einfach Dunkelklaue einsetzen, das wird auf jeden Fall Armelouche, also Crimanzo rausnehmen und nochmal Mäuseplage. Let's go. Dunkelklaue wird reichen. Locker flockig. Tatsächlich, die beiden Pokémon, die ich hier habe, die sieht man ab und an immer und immer und immer wieder. Also die sind so Sleeper-Picks, kann man fast sagen. Mäuseplage, Famibs, also dagegen habe ich schon verloren. Und zwar nicht nur einmal. Also wenn man damit nicht rechnet, dann ist es ganz schnell so ein Pokémon, das einen komplett zerstören kann. Und man sieht's hier. Das ist einfach, wie viele Treffer waren das? Das waren doch niemals 10, oder? Das waren 8 oder 9 oder irgendwie sowas. 8 Mal. Ich hätte doch 2 Mal treffen können. Das ist, also wenn der Gegner damit nichts hat oder dagegen nichts hat, dann läufst du mit dem Spiel davon. Und das Einzige, wo ich Angst hatte, war tatsächlich, dass ich langsamer bin und natürlich, dass meine Mäuseplage daneben geht. Und schon gibt der Gegner auf. Also wir haben wortwörtlich nur Bizarro-Raum gespielt und danach einfach Mäuseplage eingesetzt. Das war eine sehr kurze erste Runde, aber
Tatsächlich war das die Hoffnung so ein bisschen von mir, dass Mäuseplage hier funktioniert, weil es gibt immer und immer wieder Spieler, die es immer noch ausprobieren bzw. spielen und wenn man dann einen auf den falschen Fuß erwischt, genau wie mein Gegner hier, ist direkt finito. Und weiter geht's gegen sehr interessante Pokémon. Wir haben Zaplarang, Regieleki, Alola Raichu, Riffex, Boreos und Quajutsu. Wow, ich glaube, ich habe Alola Raichu kompetitiv in Pokémon Karmesin und Popo noch nie gesehen. Bin ich jetzt gespannt, was kommt. Das könnte interessant werden. Wie gesagt, ist die Superball-Klasse hier. Und Mimikma und Famips haben gerade richtig gut funktioniert. Ich könnte wieder Mimikma starten, weil ich glaube, ich brauche den Bizarro-Raum. Und ich glaube auch, hier würde Famips alles zerstören, wenn ich das richtig positioniere. Aber der Spirit des Thementeams ist es, dass ich jedes Pokémon einmal mitnehme, beziehungsweise dass es im Kampf war. Und gerade waren es halt auch nur Mimikma und Famips. Es ist immer noch witzig, dass es gereicht hat. Weil das gegnerische Team war gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich starte hier mit Granforgita und Arcani. Nehme Mimikma und Zweeps mit. Komm, nehmen wir mal Zweeps mit. Ich weiß nicht, was Zweeps machen soll hier, aber wir müssen jedes Pokémon einmal spielen. Und ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwie Zweeps sinnvoll einbinden kann. Im Zweifel mit einem Fokusgurt als eine Art Death Holder, sodass ich ihn einwechsle. Zweeps eine Runde überlebt dank des Fokusgurts. Vielleicht nochmal rechte Hand oder Offenlegung spielen kann und von dort aus weiter gucken. Aber mal gucken. Mein Gegner startet mit Regieleki und Alola Raichu. Alola Raichu sieht so cool aus. Dass er auf seinen eigenen Schweif da surft. Sehr, sehr cool. So, wer von den beiden hatte den Luftballon? Ich glaube Raichu. Wir können hier Mogelieb einsetzen, um Luftballon direkt zu brechen. Halte ich tatsächlich für keine schlechte Idee. Machen wir das mal. Ich meine, ich habe keine Bodenattacken. Also ist eigentlich mehr oder weniger der... Nee, warte. Ich weiß genau, was wir machen. Wir gehen auf Mogelieb gegen Regieleki und gehen auf Kopfstoß. Regieleki, wenn er einen Luftballon hat, dann müsste Regieleki potenziell einen Fokusgurt haben oder Tarnumhang. Gut, das könnte jetzt ein Fokusgurt sein. Leider verfehle ich meinen Kopfstoß. Aber dann hätte Regieleki keine Chance mehr gehabt. Und ich denke mal, er hatte vor, Elektrofeld zu spielen. Damit Raichu schneller wird. Kann das sein? Wir können hier auf Krabbelkracher gehen. Das senkt den Spezial Angriffswert. Ehrlich gesagt gehe ich nochmal auf Kopfstoß. Ist ärgerlich, dass es daneben gegangen ist. Blitzgefängnis werden wir überleben. Ich weiß aber nicht, ob wir einen Elektroball überleben werden. Wieder geht's daneben. Das darf doch nicht wahr sein. Zweimal hintereinander. Und Wangenrubbler, okay. Das ist in Ordnung für mich. Ja, und ich bin paralysiert. Alter, what? Krass. Das ist schlecht. Also, in den letzten zwei Runden ist so viel passiert, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Zweimal Kopfstoß daneben und ein Full Paraex. Alter, was geht hier ab? Darf ich auch mitspielen? Voltwechsel wird Arcani. Ich musste es rausnehmen lassen. Dieser Kampf war nicht für Arcani. Hoffentlich kann ich es gleich nochmal spielen. Ist ein cooles Pokémon. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Aber das Alola Raichu macht zu wenig Schaden, als dass ich mir da Sorgen mache. Wobei Elektroball könnte reinknallen. Toxtricity kommt rein. Okay, ist in Ordnung für mich. Psychokinese werden wir noch besser überleben. Und ich bin wieder paralysiert. Das darf doch nicht wahr sein. What? Also, darf ich mitspielen? Ist das jetzt mal eine ernste Frage. Ich darf einfach nicht Pokémon spielen. Ich habe wortwörtlich, das ist die vierte Runde, glaube ich. Dritte oder vierte Runde. Ich habe noch nicht eine einzige Attacke durchbekommen. Ja, wir müssen hier auf Pizarro-Raum gehen. Damit Regieleki langsam wird und die beiden Pokémon da sind auch schneller als meine. Es könnte Matschbombe kommen, aber Mikma hat ja Kostümspuk. Also ich habe wortwörtlich noch keine einzige Attacke getroffen. Dann Forgita, komm. Overdrive. Okay, 69 KP, nice in den Chat. Jetzt komm, lass bitte den Krabbelkracher zumindest treffen. Das ist schlecht, aber das können wir gleich versuchen aufzuhalten.
Jawohl, die erste Attacke, die trifft. Und es ist ein cleaner Knockout. Das heißt, ich hätte die getroffen in der zweiten Runde, tatsächlich Raichu so lange nicht mehr sehen müssen und so viel Schaden erspart. Aber gut, so ist auch manchmal Pokémon. Ich bin davon auch nicht unbetroffen. Dieses Reflex guckt mich so komisch an, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. ja, wir müssen gleich Dunkelklaue spielen, ansonsten wird Overdrive sehr viel Schaden machen. Regieleki ist schlau von meinem Gegner reingeholt. Aber wir müssen alles, was wir haben, auf ihn hier spielen. Ich glaube, Riesenhammer in Kombination mit Dunkelklaue ist das Beste, was wir machen können. Es könnte sogar reichen. Wär jetzt sehr schlau, wenn mein Gegner Terra kristallisiert und Terra-Typ normal hat auf Reflex. Ich gehe mal davon nicht aus. Das wäre sehr schlecht für mich. Und Regieleki wird ganz sicher als letztes angreifen. Da mache ich mir nicht die Sorgen. Riesenhammer darf durchkommen. Das wird erstmal richtig Bong machen. Ja, Dunkelklaue wird reichen. Overdrive darf aber als erstes durchkommen. Okay, krass. Mimikma überlebt das. Dunkelklaue kann nicht daneben gehen und Toxtricity ist raus. Es ist die Frage, was hat mein Gegner eingesetzt und wen will er rausnehmen? Ich gehe mal von Mimikma aus. Wenn es Granfogita ist, besser für mich. Okay, es ist Mimikma. Damit ist Mimikma raus. Und damit bleibt mir nur noch ein Sweeps und ein paralysiertes Granfogita mit, ich glaube, 12 KP. Ja, war nicht der glücklichste Kampf, aber wie gesagt, das gehört auch zu Pokémon dazu. Ist ärgerlich, dass Mimikma schneller als Reflex war. Das hat es ein bisschen schwierig gemacht. Ja, jetzt die Frage, was hat er als letztes? Kann mein Granfogita hier irgendwas machen? Mein Gegner überlegt, obwohl er auch nur ein allerletztes Pokémon hat. Kommt da was? Kommt da nichts? Was für ein komischer Kampf. Greninja ist in Ordnung. Wobei, wenn er Wasser-Shuriken einsetzt, habe ich verloren. Also ich meine, ich kann Knuddler einsetzen. Aber das wird niemals reichen. Beziehungsweise, wenn er sich Terra kristallisiert. Und er könnte einen Fokus-Gut haben, genau wie Regieleki einen Fokus-Gut hätte haben können. Ich kann mich Terra kristallisieren. Ich meine, ich habe es sowieso zu spät gemacht. Gehen wir mal auf Terra-Kristallisierung, Offenlegung. Also, wenn jetzt ein Wasser-Shuriken kommt, hätte auch Terra-Typ Wasser auf Granfogita nichts mehr gebracht. Dafür habe ich zu wenige KP. Es ist ein unglücklicher Kampf gewesen, aber wie gesagt, das gehört dazu. Hat mein Gegner trotzdem noch gut gemacht. Ich bin auf jeden Fall schneller. Ja, da kommt die Terra-Kristallisierung. Das wird Wasser sein auf Quajutsu. Okay, jetzt bin ich gespannt. Offenlegung. Das wird 20 KP Schaden machen. Noch weniger. Und da ist der Wasserschutzkind. Hat mein Gegner gut gemacht. Muss man Nightless einer. Okay. Vielleicht sollte ich meinen Gegner nicht so früh loben. Also er hätte immer das Granfogita hier rausnehmen müssen. Vielleicht hat er ein bisschen Mitleid mit mir gehabt. Ich bin mir nicht sicher. Wenn jetzt Knuddler... Dammit. Lasst uns den Kampf ganz schnell vergessen. Ach du Kacke, ey. Crap Basket. Das ist der absolute Shit. Ich hätte den Kampf gewinnen können, weil er beide Pokémon mit beiden Pokémon Vermiebs fokussiert hat. Wäre ich nicht paralysiert in dieser Runde gewesen und hätte Knuddler ausgereicht, wovon man, glaube ich, sogar ausgehen kann. Vielleicht sehen wir das, wenn mein Gegner jetzt nicht Wasser-Shuriken einsetzt. Oh, das sollte er eigentlich tun. Weil dann hätte ich nächste Runde Regieleki ziemlich sicher rausnehmen können. Da kommt der Wasser-Shuriken. Dieses Mal kann er auch nur Granfogita treffen. Ja, zu dem Kampf lässt sich, glaube ich, nicht so viel sagen. Aber was man dazu auch sagen kann, es ist Pech, ganz klar. Aber das ist eben auch Pokémon. Und gleichzeitig bin ich ja das Risiko eingegangen, indem ich Kopfstoß geklickt habe. Oder mein Gegner hat ja auf diesem Parahex gespielt. Also er hat ja Wangrubbler aktiv eingesetzt, um darauf zu hoffen, dass ich langsamer bin und dass ich vielleicht eine Runde oder zwei, ich weiß jetzt nicht, wie viele ich
durch die Paralyse nicht angreifen konnte. Aber darauf hat ja mein Gegner gespielt. Das heißt, er hat es eigentlich... Also, es ist Pech, aber wie gesagt, es gehört zu Pokémon dazu. Und das war die zweite Runde. Wir sehen uns gleich in der letzten. Hoffentlich mit ein bisschen mehr Glück. Und zu guter Letzt, last but not least, müssen wir gegen Garados, Wulauzu, Eisenbündel, Huzaza, Flatterhaar und das gute alte Donnersichel ran. Drei Wasser-Pokémon. Ich habe leider nicht so viel... Also, ich habe einen Stromstoß. Damit könnten wir arbeiten. Das wäre, glaube ich, gar nicht so bad. Ja, ich glaube, das machen wir. Tafogita müssen wir noch mitnehmen, richtig? Das heißt, Tafogita, Akani. Ich würde gerne wieder Mimikma und Famibs mitnehmen. Die haben in der ersten Runde super gut geklappt. Sind auch die stärksten Pokémon in meinem Team. Danach würde ich sagen Hisui, Akani und danach Granfogita und dann natürlich Tafogita und Zwiebs. Aber hat heute super viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das ist die gleiche Aufnahme wie die Thementeam-Folge zuvor, vor ungefähr einer Woche. Und bei der hatte ich sehr viel Spaß. Ich kann nicht mal wirklich sagen, wieso, aber ich weiß nicht, heute ist irgendwie ein guter Tag. Heute ist einfach ein guter Tag. So, Garados und Eisenbündel ist schlecht. Garados und Eisenbündel ist insofern schlecht, dass da zwei Wasserattacken kommen können und ich Bedrohung abbekommen habe. Also nicht die besten Voraussetzungen. Ich könnte Terra-Typ Pflanze annehmen. Er hat seine Initiative gesteigert, okay. Ich könnte hier Terra-Typ Pflanze annehmen. Ich werde auf jeden Fall Mogelieb gegen ihn hier spielen. Wobei, wir könnten hier Mogelieb gegen Garados spielen und Kopfstoß mit natürlich Terra-Kristallisierung. Wobei, Kopfstoß kann wieder daneben gehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass Stromstoß nicht ausreicht, aber mit Walband. Ist das der richtige Play? Er könnte das predikten und einfach eine Eisattacke einsetzen. Das wäre ziemlich gut von meinem Gegner. Aber ich glaube, das ist der beste Play, den ich machen kann. Angesichts meiner Pokémon, die ich dabei habe. Und ich gehe auf Stromstoß, weil wenn Kopfstoß daneben geht, und das hat sich ja gezeigt, dass das daneben gehen kann, werde ich mich nur ärgern. Dann werde ich mich nur ärgern. Terra-Typ Pflanze sorgt dafür, dass ich vielleicht auch Huzaza unter Kontrolle bekommen kann. Je nachdem, ob mein Gegner das dabei hat, könnte ich dann entsprechend einwechseln. Hier kommt Mogelieb gegen Garados. Und jetzt ist die Frage, Hydropumpe, aber auch nicht mal gegen Akani. Okay, vielleicht hat er damit gerechnet, dass ich auswechsle. Bin mir nicht sicher. Und das überlebt Iron Bundle leider. Das ist schlecht. Das heißt, jetzt kommt ein Freeze Dry, richtig? Das heißt, wir holen auf diesen Spot Mimikma rein. Und gehen auf Stromstoß gegen Garados. Garados trifft das vierfach effektiv. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass gegen Eisenbündel mehr Schaden macht, aber der Bedroher hat doch mehr reingeknallt, als ich gedacht hätte. Ich meine, ich habe ja ein Walband drauf, also die Chancen, dass es ausreicht, waren tatsächlich zumindest in der Theorie nicht schlecht. Gefriertrockner werden wir aber überleben, oder? Ja, sehr gut. Akani, du wundervoller Hund. Dagegen reicht es dann aus, sehr gut. Jetzt ist die Frage, hat er Huzaza dabei oder nicht? Das hängt damit zusammen, dass ich dann entweder Bizarrodom spiele oder nicht. Ich denke mal nicht, dass mein Gegner jetzt noch Huzaza reinholt. Wenn dann als letztes Pokémon, genau. Macht Sinn, Flatterhaar reinzuholen. Ich werde mal das Risiko eingehen. Oh, will ich das Risiko eingehen? Ich meine, mein Akani kann höchstens... Ich könnte hier Tafogita reinholen. Hier kommt ein Gefriertrockner auf den Spot und ein Spuk. Oder halt... das könnte sein. Mein Gegner könnte Icy Wind, also Eissturm, einsetzen. Das wäre schlecht. Wir gehen mal auf Schattenstoß und wir müssen Stromstoß hier einsetzen oder auswechseln. Ich glaube, ein Stromstoß ist besser. Dann kann Schattenstoß das gleich besiegen. Mein Gegner könnte Eissturm einsetzen, Kostümspuk kaputt machen und mit Spukball dann Mimikma rausnehmen. Heißt also, ich muss dieses Eisenbündel rausnehmen, ansonsten hätte ich verloren. Beziehungsweise super schlechte Karten gehabt. Und wenn er jetzt mit Spukball Mimikma angreift... Ah, Zauberschein ist auch schlau. Okay, verstanden. Zauberschein ist auch gut gespielt von meinem Gegner. Ich weiß nicht, ob er jetzt Eissturm dabei hatte, aber das wäre auf jeden Fall ein Play gewesen, den ich... wenn ich die Attacken dabei hätte, gemacht hätte. Einfach nur Kostümspuk kaputt machen und dann Mimikma sofort weg. Und Eissturm hätte ja auch gegen Akani ausgereicht. Und da... und da natürlich... Ich hab's geahnt.
Ah, das wird schwer. Unser Ziel ist es jetzt, mit Schattenstoß und Mogelhieb, wobei wir müssen eigentlich alles an Schaden auf Flatterhaar werfen. Wenn da jetzt gleich ein Wutpulver kommt, dann habe ich ein Problem. Schattenstoß kommt durch, das ist wichtig. Oh, das reicht clean aus. Okay. Gott sei Dank habe ich ein Lebenorb draufgepackt. Das war wichtig. Damit habe ich, glaube ich, gewonnen. Also niemals wird Hutsasa genügend Schaden machen können. Pilzsporre. Okay. Mein Gegner ist sogar geragequittet. Gar keinen Bock mehr gehabt. Er hätte Wutpulver klicken können. Er war da zu greedy. Er war da einfach zu greedy, wollte Pilzsporre setzen. Aber Wutpulver und Zauberschein einfach ganz sicher das runterspielen. Und dann hätte er wahrscheinlich sogar gewinnen können. Mein Vermiebs hätte noch gute Arbeit machen können. Deswegen musste ich alles drauf setzen, Flatterhaar rauszunehmen. War aber nochmal eine schöne letzte Runde. Und damit wär's das. Das war eine weitere Folge Thementeams. Probiert das Team gerne selbst aus und lasst mich wissen, wie gut ihr euch damit geschlagen habt. Und ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nur das Beste und einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.